Pferde. Und zwar, ich habe zum Beispiel eine Asthma-Stute und einen Ekzema-Wallach. Super Kombination. Wer Pferde hat, rauft sich die Haare. Und habe Pferdebokashi kennengelernt, nachdem ich meinen Pferden schon oft EM zu trinken gegeben habe. Also ich habe abends gefüttert, normales Mineralfutter, immer was ohne Getreide, weil die sind eh schon so dick. Und meine Stute ist eine Kaltblutstute und die wiegt 700 Kilo und der Wallach ist was Kleines und wiegt 600. Und ich habe ihn abends so einen halben Becher EM gegeben, jedem einen. Und ich habe auch nicht genau nachgemessen, ob weniger oder mehr. Und es war schon mal schön, aber der Husten wurde nicht so richtig besser. Und ja, ich habe sie auch oft abgeduscht. Also nach dem Duschen noch so ein Schwab EM über die Wirbelsäule, dann verteilt sich es im feuchten Fell. Und dann kam Bokashi. Und zusätzlich, ich muss ein bisschen Werbung machen, gab es dieses Buch. Ich habe total dreckige Hände. Dieses Buch. Und zwar, sie hat nochmal total eine Ode an den Hafer geschrieben. Also ich habe einfach Kaltblutpferde, die nicht viel tun und die immer so sind. Und da hätte ich nicht einfach jeden Tag noch ein Kilo Hafer reingesteckt, wenn ich alle 2 Wochen einmal reite. Und sie sagt, man sieht manchmal Ponys, die stehen auf ganz kurzen Koppeln, sind so auf Diät gesetzt, haben solche Bäuche und keine Muskeln. Und dann kriegen sie noch Reheschübe. Also Rehe, dass sie sozusagen, man sagt früher immer, Zucker oder Eiweißüberschuss und die Hufe werden weich und total schmerzhafte und dann chronische Geschichte. Und sie sagt, in so ein Pferd, was einen Reheschub hat, Hafer rein, Hafer rein, Hafer rein. Und das wäre für uns, also ich kannte es früher so, gut, ich kann jetzt 3 Kilo Hafer füttern oder das Gewehr nehmen. Und sie sagt, ganz oft in unseren Breiten haben die Pferde einen dramatischen Eiweißmangel. Also ich habe 1,5 Hektar Weiden für 2 Pferde. Da steht das, was steht. Ich bemühe mich nachzumähen und mal ein bisschen nachzusehen, wenn so kahle Stellen sind und die Kacke abzusammeln und so weiter. Und ich kriege seit 4 Jahren Heu von einem Landwirt, der seine gleiche Fläche hat. Also ist sozusagen, dann ist es so ein bisschen wie beim Grasschnitt Bokashi. Die Diversität an Pflanzen und an Eiweißquellen ist ziemlich klein. Sie haben unsere Wiese und die Ballen von dem Landwirt, der immer auch die gleichen 10 Hektar abmäht. Und deswegen habe ich Mineralfutter gefüttert und niemals Getreide. Und sie sagt, Hafer, ich habe jetzt Quetschhafer am Start, hat für Pferde einen wunderbaren Eiweißgehalt. Es ist gut verdaulich und Pferde können nur mit, also und ganz oft, wenn es Rehepferde sind und sie stehen schon kurz und die Hufe werden weich, Horn besteht größtenteils aus Eiweiß, dann ist der Eiweißmangel im Organismus schon so groß, dass der Organismus die Hufe aufweicht als letzte Instanz, um Eiweiß zu generieren. Und sie sagt, wenn die gut mit Eiweiß versorgt sind, passiert es auch nicht. Und dann geht auch der Stoffwechsel weiter, so ein Pferd ist leistungsfähiger. Ich meine, gut, dass wenn man Kraftfutter füttert, so ein Pferd mehr macht. So, ich habe jetzt Quetschhafer, weil ich das Falsche eingekauft habe. Richtig toll ist, wenn man ganzen Hafer füttert. Dann gibt es aber viele Leute, die sagen, wenn ich ganzen Hafer fütter und ich gucke 2 Tage später in den Haufen, dann sehe ich den ganzen Hafer da wieder. Und das Ziel ist, die Darmflora von dem Pferd wieder so gut zu machen, dass es das ganze Haferkorn verdauen kann. Wenn ich jetzt, naja, ihr wisst, wie ein Haferkorn aussieht. Wenn ich so ein ganzes da drin habe, dann ist es außen, hat es einen dicken Spelz. Und innen, wenn ich es auseinanderpopel, hat es den weichen Kern. Und meine Pferde fressen jetzt seit 1,5 Jahren jeden Tag Bokashi. Und manchmal sehe ich auch noch so ein ganzes Haferkorn und denke, oh, das wird ja das nicht hingehauen. Und wenn ich Lust habe, dann polke ich das da raus und popel den Spelz auseinander. Und der ist immer leer. Also auch wenn der Spelz sozusagen noch so aussieht, wie er aussieht, hat der Darm vom Pferd das gute Innere, das gute Eiweiß verdaut. So, jetzt habe ich schon eine Menge erzählt. Es geht eigentlich um Bokashi. Also, im Prinzip ist es das Gleiche wie beim Küchenbokashi. Man muss so eine gute Kombination finden aus, man mariniert alles, ohne es sozusagen zu ertränken, weil in dem Bokashi für Pferde kann es auch nicht ablaufen. Also man kann Quetschhafer oder auch Kleie nehmen und so weiter. Und weil man doch nur, also vom fertigen Pferdebokashi fütter ich für meine große Stute, naja, 150 Gramm.
So. Also auch wenn ich Weizenkleie dazu tue, sind die geringen Mengen Weizen, der dann auch fermentiert ist, nicht relevant. Also Quetschhafer ist immer mein Grund und ich kaufe sonst ganzen Hafer und quetsche den kurz vorher, wenn es geht. Mann, naja. Sonst oxidiert er auch. Deswegen auch die Fette und Öle im Haferkorn sind einfach, wenn es jetzt vor ein paar Monaten gequetscht ist, die oxidieren einfach. Es wird ranzig. Obwohl man so, also ich kann es nicht riechen. Ich weiß nicht, ich habe die Pferde noch nicht gefragt, ob sie den Quetschhafer ranzig finden. Also naja, zwei große Pferde. So. Das ist mein Grundstock. Ich habe schon Weizenkleie und Haferkleie dazu getan. Feiner nicht, also Mehle oder so, aber manchmal kann man auch so ein bisschen die Küche aufräumen. Ich hatte mal Reisschrot, das ja auch rein damit. Dann gibt es, was habe ich hier noch Schönes? Dann kann man auch, gerade auch für den Winter ist es mal ganz nett, so Möhren oder Apfelstückchen mit fermentieren. Also ich mache es ein bisschen kleiner, ich habe jetzt hier zufällig die Schalen aus der Küche. Oder wenn man Hustenpferde hat oder so Pferdeschimmel mit Schimmelkrebs, sind auch Ingwerstückchen total super oder Ingwerpulver. Und weil die Mikroorganismen aus dem organischen Material wieder so viel machen und es zur Verfügung stellen, sind auch so Spurenelemente, die oft fehlen und die man oft über Mineralfutter füttert, also Selen, immer das Thema, Zink, Mangan. Wenn es gut mit variablem Bokashi versorgt ist, ist es oftmals möglich, das Mineralfutter komplett wegzulassen. In Kombination mit einem Himalaya-Salzleckstein und wenn man kann, Heu von verschiedenen Landwirten, weil dann mäht er nicht immer nur dieselbe Fläche, ist es eine schöne Möglichkeit, sozusagen sein Pferd zu versorgen. Und grasen lassen am Waldrand. Auf der windabgewandten Seite vom nächsten Getreideacker. So, dann habe ich gesagt, ich habe mein Hustenpferd. Deswegen. Am besten ist es angewelkt und nicht ganz frisch. Habe ich jetzt hier Majoran, Thymian war aus. Majoran, Ingwer kriegt sie immer noch. Und mache ich es ein bisschen klein, obwohl, also es ist jetzt nicht so, dass es der Strunk nicht mit kann. Aber ich will es einfach ein bisschen besser vermischt haben. Wenn ich ihr jeden Tag eine Handvoll gebe, dann soll es vermischt sein. Und dann habe ich Pfefferminz. Macht ja auch die Atemwege frei. Naja, gut, ich puffel das jetzt hier klein. Was kann man noch beimachen? Es gibt Leute, die Pferde haben, die öfter Kotwasser haben. Da kann EM pur einfach schon eine super Abhilfe sein. Man kann aber auch Holz, im Prinzip kann man auch super Bokashi für Pferde machen mit Holzkohlestückchen und es direkt füttern. Da machen meine aber noch eine lange Nase zu. Ich habe es, nee, ich gebe es pur, aber ich gebe es. Nicht so, also so pur, sagen sie, du musst ja schon ausdenken, dass du da noch was reintust. Also inzwischen gab es es einfach so oft mit Bokashi oder mit Hafer, dass wenn es jetzt in der Schüssel ist, dann muss es was Gutes sein. Genau, aber ich verdünne es nicht, weil also diesen Schluck muss ich sie überreden aufzuschlabbern. Ist nicht, dass sie es nicht möchten, aber es ist irgendwie mühselig, das so aus dem Trog zu schlabbern. Deswegen möglichst wenig. Manchmal machen wir im Sommer so, wenn ich die geduscht habe und ich sprühe die noch so voll. Dann der Wallach, der lässt sich auch direkt sowas unter die Zunge sprühen. Aber es ist auch mit dem Ding hier. Aber sprühen und Pferde ist meistens ja auch nicht so. So, dann sprühe ich hier auch. Und ich hätte es auch 1 zu 100 verdünnt, das EM. Und dann kann man, also das ist natürlich einfacher, also wenn man feine Kleieanteile hat, dann wappt es einfach gut zusammen. Ich habe jetzt hier grob durchgerissene Möhrenstückchen. Und Haferkleie. Und man soll so einen Ball machen. Das ist noch kein Ball. Was kann man noch dazu tun? Man kann auch Brennnesseln dazu tun oder Löwenzahn. Spitzwegerich ist auch für Husten, Pferde ganz gut. Genau. Stimmt, bin ich vorhin auch vorbeigegangen und dachte, Mensch, da hatte ich die Hände schon voll. Genau, man kann auch mal, also obwohl sozusagen Hafer der Grundstock sein sollte, kann man auch mal mischen oder kriegt man irgendwo hier Roggenschrot oder man nimmt mehr, was man kriegen kann. Ne? Es ist immer noch ein bisschen feucht. Ist schon besser. Aber das ist wieder, also das ist wie mit dem holzigen Material. Man kriegt den geschroteten Hafer einfach nicht so oder den gequetschten nicht so feucht und verdichtet.
wenn man sozusagen Bokashi, also ein Neuling im Bokashi-Kochen ist für die Pferde, dann kann man, dann ist es einfacher mit Kleie, weil Kleie sich einfach gut verdichten lässt, wenn man es dabei hat. Also ich merke jetzt an meiner Hand, dass es einfach schon ziemlich feucht ist, obwohl ich es nicht zum Ball machen kann. Und ich habe jetzt so, dann kann man einfach, wenn man einen guten Eimer mit Deckel hat, ist es schon, ist es super. Wenn man viel hat, ich habe solche Teile. Das ist hier so, klick und klack. Und mache das auch in Schichten. Also ich mache es rein und drücke es so runter mit meiner Faust. Und je feiner die Zutaten, desto besser kann man es verdichten. Und es ist unglaublich, was, wenn man es richtig verdichtet, reinpasst in so eine Schüssel. Also, das habe ich mir schon gesehen, obwohl ich hier einen halben Eimer voll hatte. Kommt jetzt hier nicht so richtig viel rum. Naja, aber die Theorie, ne? Ihr könnt es euch vorstellen. Und solche Kisten oder Eimer oder Schüssel muss man immer füllen. Also da ist jetzt keine Chance, sozusagen halb fertig, also fertig so. Man muss es auffüllen. Ich müsste jetzt noch eine Schicht machen, nochmal mit Möhre und Körnchen. Aber so ist es. Und das steht auch, mein steht im Sommer in der Sattelkammer in der Scheune. Da ist es immer ziemlich kalt, das ist eine kalte Scheune. Und steht so 6 Wochen. Und lieber länger, dass es durchfermentiert ist. Und wenn man es aufmacht, ist es das gleiche wie beim Küchenbokashi. Es kommt meistens kein Sickersaft raus, weil trockenes Getreide einfach nicht so viel Saft hat. Und manchmal sieht man hier oben auch Strahlenpilz. Und ich habe beobachtet beim Getreide meistens eher so Pünktchen. Und dann auch immer wieder Nase aufmachen, sauer. Vielleicht riecht man manchmal die Kräuter. Und wenn es muffig riecht, dann lieber auf dem Kompost. Aber es ist meistens gut. Es ist wirklich erstaunlich gut. Im Winter nehme ich es mit rein und stelle es unter den Küchenschrank. Weil dann ist es einfach zu kalt in der Scheune. So. Naja. Ihr stellt euch vor, sie ist voll. Es ist auch nur Ketchup. So. Also theoretisch voll. Praktisch voll. Theoretisch halt nicht. Genau. Das ist so zum Pferdebokashi zu sagen. Genau. Anderes Ende vom Pferd, wenn wir schon dabei sind. Die Pferdekacke. Kann man auch fermentieren. Wenn man, also wenn die Pferde jeden Tag EM oder und Bokashi kriegen, dann ist zu beobachten, dass so ein Haufen, der fällt, auch im Frühjahr, wenn es noch erstaunlich, also wenn es kalt ist, dann sieht er nach 2 Tagen aus wie ein Kuhfladen. Also ne, da kamen Äpfel raus, die sind auf dem Haufen und wenn man 2 Tage später vorbeigeht, oh, es zerfällt so, ohne dass es geregnet hat und macht so Löcher. Und das sind einfach die Mikroorganismen, die so, also der Darm ist so gut besiedelt, die vermehren sich auch im Pferd, werden wieder mit ausgeschieden und wenn man das einsammelt und kompostiert, man kann es auch fermentieren, also auch das sozusagen mit Holzkohle mischen oder nicht, zu einem großen Haufen, nochmal EM, also einer stampft und einer sprüht und dann eine Plane drüber ziehen, dass es auch nicht so drauf regnet und auswäscht oder dass, falls doch nochmal so ein Haferkorn die ganze Fermentierung überlebt hat, hochkommt. Kann man sozusagen auch großen Pferdemist-Bokashi machen und meistens muss man gar nicht so viel EM dazu tun, wenn die Pferde täglich EM kriegen. Tschüss.